Das weiß es aus eigener Erfahrung, denn seit 18 Jahren träumt er davon, als Sänger auch mit einer eigenen Band auf der Bühne zu stehen. Seit 18 Jahren kämpft er dafür, gemeinsam mit seinem Vater, der ihn wahnsinnig unterstützt hat. Herzlich willkommen, Michael. Michael, grüß dich. Hallo. Immer noch zum Platz. Legst mir die Gitarre beiseite, damit du mir besser Rede und Antwort stehen kannst. Ich hätte es sonst für dich gehalten. So schwer kann die nicht sein, die hätte mich nicht umgeworfen. Soll ich sie wiederholen? Nein, ich lasse sie liegen. Dann stelle ich mal kurz an den Tresen. Michael, ich glaube, mit 12 Jahren kam bei dir so der Wunsch auf, zu singen und eine Band dann auch irgendwann mal zu haben. Wolltest du da auch berühmt werden? Nee, ich glaube, zu Anfang hatte ich daran noch gar keinen Gedanken irgendwie verschwendet. Es war einfach nur irgendwie so die erste Idee. Ich wollte mal, habe meine Gitarre irgendwie so 3 Tage in der Hand gehabt. Dann so, hey, Pa, ich möchte gerne eine Band machen. Und das waren so die ersten Gedanken. Mhm. Und Der Paar hat es aber gleich ernst genommen. Paar hat es natürlich ernst genommen, hat sofort gekauft und gebastelt und gemacht und so und die Initiative ergriffen und so. Und also der Papa Udo, dem Papa ist viel Udo zu verdanken, was ja, aber auch von Erfolg gekrönt war, denn du hast, glaube ich, im letzten Jahr, da habe ich dich zumindest im Fernsehen gesehen, die Soundmix-Show bei RTL gewonnen. Mhm. Du hast den ersten Platz belegt und wirst heute den gleichen Song singen, der dir damals zum Sieg verholfen hat? Ja. Was ist das? Das ist von Bon Jovi, ist Wanted Dead or Alive. Wir freuen uns drauf. Schnapp dir die Gitarre, Michael. Ich verabschiede mich kurz vom Publikum. Denn was ganz wichtig ist nach der heutigen Sendung, dass wir vielleicht festhalten, wenn der Wunsch mal auf den Stufen oder auf den Brettern zu stehen, die die Welt bedeuten, wirklich von den Kindern rauskommt und die sagen, dafür nehme ich viel in Kauf, dafür kämpfe ich jahrelang, dann kann man sich nur freuen, wenn man einen Vater hat, wie der von Michael, der einen wirklich jahrelang auch unterstützt, finanziell wie auch moralisch. Wenn allerdings die Kinder eigentlich gar nicht wirklich wollen und die Eltern die treibende Kraft sind, Egoisten, die ihre eigenen Träume verwirklichen wollen, dann wird damit sicherlich mehr Schaden angerichtet als Nutzen. Mein Resümee, jetzt spricht Michael. Dankeschön. Tschüss. Only the name we change. Every day is you we're wasting away. Another place where the faces are so cold. Down all night just to get me through. I'm a cowboy. Wanna see your side.